Willkommen an Bord des City Skyliners in Trier, der ältesten Stadt Deutschlands. Während Ihrer nun beginnenden Fahrt liegt Ihnen Trier zu Füßen und im Ohr. Denn mit an Bord sind auch spannende Infos aus Triers 2000-jähriger Geschichte. Kommen Sie mit auf einen Aufstieg, der es in sich hat. Genießen Sie einen atemberaubenden 360-Grad-Rundumblick über Trier. Wir sind bei gut 30 Metern angekommen. Schon kurz nach der Gründung der Stadt im Jahr 17 nach Christus wurde Trier zu einer Metropole des Römischen Reiches und war fast 100 Jahre lang sogar Kaiserresidenz. Direkt neben uns sehen Sie die Konstantinbasilika. Mit dieser riesigen Halle wollten die Römer die Größe und Macht ihres Kaisers ausdrücken. Die Aula Palatina ist so groß, dass im Inneren die Klänge der großen Orgel volle 7 Sekunden nachhallen. Wir haben nun eine Reisehöhe von über 50 Metern erreicht. Trier wurde durch den römischen Kaiser Augustus gegründet, der der Stadt seinen eigenen Namen gab. Augusta Triverorum, die Augusta-Stadt der Triver. Die Triver waren ein keltischer Stamm, der von den Römern hier an der Mosel unterworfen worden war. Das Gebäude wurde auf einer ehemaligen konstantinischen Palastanlage gebaut. Ursprünglich erstreckte sich die Kirchenanlage mit 4 Basiliken, verbunden durch ein großes Taufbecken, bis zum heutigen Hauptmarkt, was sie zur größten Kirchenanlage der Antike macht. Unter dem Gebäude der Dominformation können Sie bei einer Führung noch Reste der ersten Basilika besichtigen. Wie viele andere Römerbauten der Stadt gehört auch der Trierer Dom zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Legende nach hatte bei der Erbauung des Doms der Teufel seine Finger mit im Spiel. Der Architekt erzählte dem Teufel, dass hier das größte Wirtshaus der Welt gebaut wird und bat ihn um Mithilfe beim Transport von 4 großen Säulen. Der Teufel willigte ein und schleppte Woche um Woche die schweren Granitblöcke her. Erst als er mit der letzten Säule am fast fertigen Gotteshaus ankam, erkannte er dies. Wuterbarnt schleuderte er die Säule auf den Dom, verfehlte ihn jedoch knapp. Die Säule zerbrach in mehrere Teile. Das größte Stück liegt bis heute vorm Domportal.